Team Dia-Schuh versus Team Dia-Helm. Denkt wie Ameisen. Diese Ameisen haben richtig Bock anzugreifen. Der Kampf ums Überleben eurer Kolonie beginnt jetzt. Leute, wir haben heute wieder was ganz, ganz Besonderes für euch geplant. Ihr seht hier etwas ziemlich, ziemlich Nices. Sehr, sehr viele Leute haben sich gewünscht, dass wir das hier nochmal machen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, Leute, dass es tatsächlich jetzt hier nochmal passiert. Der Kühlschrank sieht ultra nice aus, Leute. Guckt ihn euch an. Wie geil ist das denn? I love it. So, wir haben auf jeden Fall... Tobi, was haben wir hier? Erzähl doch mal ganz kurz. Wir haben hier also nochmal die zwei Ameisengläser, richtig? Ja, richtig, richtig. Also diesmal, letztes Mal war es ja eins, um das mal zu sagen. Richtig, ja. Genau. Dieses Mal sind es zwei Ameisengläser. Ganz genau nur drei Blöcke breit. In der Mitte ist ein Verbindungsstück. Hier unten ist dann der Sand noch drin, falls ihr Bock habt, in Nether zu gehen. Ich weiß nicht genau, warum man das tun sollte, aber ich dachte, wir nehmen das einfach mal mit. Man kommt ja sogar unten rein, oder? Ja, da sind ja sogar Durchgänge beim Bedrock, oder? Ja, natürlich. Ich habe es nicht gemacht, dass man da direkt immer reinkommt, sondern man muss sich einen kleinen Durchgang durchs Bedrock finden. Ah, das ist halt Lava. Das wäre vielleicht gut für einen Kampf oder sowas. Und ist, ne? Lava ist das Stichwort. Diamanten gibt es hier wohl keine, nehme ich an, Tobi? Doch, aber nur in den mittleren Blöcken. Also es gibt ja diese drei Blöcke breit und in den mittleren Blöcken. Ne? Nice, da hat jemand mitgemacht. Tobi hat auf jeden Fall eine krank geile Map hier gebaut, Leute. Hier oben ist das Spawnfenster und ihr spawnt jetzt alle hier, ja? Je nachdem, wie ihr jetzt spawnt, beziehungsweise je nachdem, wie ihr jetzt fallt. Ey! Also ihr spawnt quasi und fallt dann nach rechts oder links, dass es ungefähr gleichmäßig ist. Das ist das Wichtigste. Ob es da 10 oder 20 Leute mehr auf der einen oder anderen Seite ist, ist erstmal egal. Wichtig ist, meine Freunde, dass wir später den kompletten PvP-Kampf hier eröffnen. Das heißt, zwei Kolonien treten gegeneinander an. Wir haben jetzt bewusst erstmal kein Plugin drinne, was euch irgendwie farblich abtrennt oder sowas, was euch dann irgendwie in verschiedenen Teams oder sowas aufteilt, Friendly Fire und so weiter und so fort ausmacht. Wir möchten gucken, ob ihr es hinbekommt, das zu koordinieren. Ich bin mal gespannt, ob das eine Volk das andere Volk ausleuchtet. Wichtig ist, dass ihr versteht, dass innerhalb eurer Ameisenkolonie auf jeden Fall Frieden herrscht. Ja, das ist mir wieder ein soziales Experiment. Ich möchte wissen, ob das so funktioniert oder nicht. Und ich würde sagen, wir heute mal auf die Whitelist. Nein. So, da Tobi auf die Whitelist aus zeitlichen Gründen. Machen natürlich. Den Server ganz kurz aus, meine Freunde. Ihr kennt die IP alle, ja? Und ihr könnt jetzt draufkommen. Let's go. Uiuiui, es geht direkt los. So, ihr müsst euch jetzt aufteilen in die Teams. Die gehen ja alle nach rechts, Tobi. Warte mal. Schlagt euch nicht gegenseitig. Wer jetzt schlägt, wird gebannt. Wir hätten Friendly Fire ausmachen sollen. Es geht jetzt schon wieder los, dass irgendwelche Gruppen... Ja. Also, ich verstehe nicht, was das soll. Gut, Capital Bra wird schon mal gebannt. Aber die zwei noch, oder? Ja, zwei noch. Und jetzt auf die andere Seite, Leute. Jetzt spawnt ihr nämlich hier drüben. Denkt dran, ihr seid eine Kolonie. Versucht, zusammenzuarbeiten. Ihr könntet euch gegenseitig umbringen, aber ihr sollt nicht. Versucht, euch gegenseitig irgendwie ein Merkmal rauszusuchen. Zieht euch alle ein bestimmtes Rüstungsteil oder sowas an. Ein Schild oder sowas. Irgendwie sowas. Weißt du, aber ich habe eine Idee. Nehmt euch alle die Dia-Schuhe, meine Freunde. Da könnt ihr euch nämlich erkennen. Das Team mit den Dia-Schuhen ist eine Army und das Team mit den Dia-Helmen ist eine Army. Damit können wir das nämlich ganz gut aufteilen. Und dann schauen wir mal, ob Team Dia-Helm, Ameisenkolonie 1 oder 2 das Ding hier nach Hause holt. Bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Wir müssen dann die Tore öffnen und dann geht's los. Gut, wir sind jetzt genügend Spieler. Tobi öffnet jetzt die Tore. Ihr dürft jetzt einmal nach links und nach rechts ausschwärmen. Denkt dran, euch innerhalb der Teams nicht zu töten. Okay? Denkt dran, euch innerhalb nicht der Teams zu töten. Bubble. Let's go. Rennt in eure kleinen Reservoir. Und rein. Und ihr könnt auch laufen. Lauft drüber. Team Dia-Schuh versus Team Dia-Helm. Nicht alle haben Dia-Schuhe, aber das ist jetzt das ist irgendwer Doppelschuhe. Und Helme. Und die gar nichts haben, wie zum Beispiel Killer Squad, die könnt ihr einfach umbringen. Die sind schwach. Okay. Damn, das sieht so nice aus, Alter. Guckt das mal an. Ameisen. Oh mein Gott. Ameisen! Geht runter in die Höhlenschächte. Was ist denn hier oben mit diesen Idioten? Hallo? Ja, ihr müsst. Du musst kämpfen, Junge. Ja, achso, er will bestimmt einen Dia-Helm haben. Hier, eins, zwei. Paulatz, teil dir mal bitte auf die Dia-Helme, ja? Ja, perfekt, natürlich nicht. Farmt euch Sachen zusammen. Wieso taucht ihr? Ich verstehe euch nicht. Ihr könnt auf jeden Fall hier nicht rauspacken. Wir haben extra bewusst, Leute, weil wir nicht dumm sind, eine doppelte Barrierenwand diesmal gemacht. Tobi extra darauf hingewiesen, weil letztes Mal haben sie nämlich ein paar Schlauköpfe geschafft, sich rauszupacken. Das geht natürlich diesmal nicht. Sammy, wenn du jetzt eingreifen würdest, es wäre genau der richtige Moment. Ich meine, dein Volk braucht dich. Die stehen hier oben einfach. Ja, die sind einfach beide stupid. Deswegen hast du schon erwähnt, dass in der Mitte hier der Tunnel unten ist, da wo dann die Leute sich treffen werden. Genau, richtig. Hier in der Mitte, Leute, ist nämlich ein kleiner Tunnel. Wenn ihr den freigelegt habt, könnt ihr euch da quasi treffen. Ihr kommt nicht mehr über den Spawn, sondern nur noch über diesen Tunnel rüber. Es wird später sowieso ein komplettes Anarchie-Chaos werden. Soll ich den schon aufmachen, den Tunnel? Nee, noch nicht. Aber der ist in der Mitte, ist eine Barrier. Ein riesiges Anarchie-Chaos werden, meine Freunde, weil keiner mehr sieht, wer in welchem Team ist. Und dann wird es irgendwann einfach wieder, aus diesen zwei Kolonien wird wahrscheinlich eine neue Art entstehen, meine Freunde, ja, die sich dann wahrscheinlich hier das ganze Ding zu heim macht. Also als herrschende, wie heißt denn das, herrschender Clan.
herrschender Clan das Ding in nach Hause holt. So, ihr seht es hier auf jeden Fall, Leute. Komplett wild. Komplett wild. Ich habe 5 Stacks Essen in beiden Dingern gedroppt. Also an beiden Dingern. Ihr müsst es euch aufteilen. Ihr seid eine Kolonie. Ihr gehört zusammen. Richtig, Ameisen genau. Teilen auch. Ganz so. Genau. Ihr müsst jetzt zusammenarbeiten. Ganz, ganz wichtig. Denkt wie Ameisen. Denken Ameisen. Ihr braucht eine Königin. Die sind tatsächlich alle sehr, sehr friedlich hier miteinander. Siehst du das? Also ich glaube, ja, wenn man denen das sagt, dann funktioniert das. Jungs, ich kann dir jetzt nichts mehr geben. Geht rüber. Geh in deiner Kolonie helfen jetzt. Runter da. Und du auch. Bin gespannt. Die ersten Dias, ich habe ein paar versteckt. Deswegen, es sind auch wirklich, falls es die Leute denken, es sind wirklich eins zu eins dieselben Dinge. Ich habe eins gebaut, ja, richtig, genau, kopiert und rübergesetzt. Damn, das sieht so nice aus. Aber man muss auf jeden Fall sagen, dass das linke Team, Team Dierhelm, deutlich weiter schon unten ist. Die haben auf jeden Fall hier schon den ersten Bereich kurz vor dem Tunnel freigelegt und sie sind jetzt gleich schon im Tunnel drin. Ja, aber noch können sie nicht rüber. Also in der sie Mitte können noch nicht rüber. In der Mitte, genau, in der Mitte vom Tunnel ist eine Abtrennung. Aber sie können jetzt gleich den Tunnel schon betreten. Sie sind jetzt gleich schon im Tunnel drin. Ja. Das heißt, ihr müsst euch auf jeden Fall dran denken, ja? Teilt alle Ressourcen, ja, teilt Kohle miteinander, teilt Crafting Table, ganz, ganz wichtig miteinander und Holz, ja. Holz ist auf jeden Fall die wichtigste und vulnerable. I have English one. Die wichtigste Ressource. Team Dierhelm ist auf jeden Fall jetzt schon ready. Team Dierschuh hier noch ein bisschen zaghafter. Liebstes Team, was machst du hier? Du kannst. Mr. Awesome, du kannst das nicht abbauen. Das ist. Mr. Awesome, du kannst. Hallo, du kannst das nicht. Mr. Awesome, bitte, du kannst. Hör auf damit! Master Kev, willst du mich verarschen, damit ich das sehen kann, was hier abgeht, oder was? Master Kev, wenn du jetzt hier das hinbaust, auf der anderen Seite noch, dann banne ich dich. Baut es wieder ab. Baut es wieder ab. Okay, die bauen sich hier auf jeden Fall schon auf. Ich verstehe nicht, dass ihr kein Eisen farmt. Farmt euch doch Eisen, Rüstungen und so weiter und so fort, Mann. Ihr müsst doch irgendwie versuchen zu überleben. Ich glaube, Tobi, dass das große Battle erst dann anfängt, wenn sich hier irgendwie eine Gruppe von Spielern irgendwie zusammenfindet. It's your boy. Wenn es kein Essen gibt, dann hast du verkackt. Kackst du ab, hast du verkackt, denn die Farmen sind schon los. Welche. Hey! Das sind schon welche auf Dia-Jagd vom Team Dia-Helm. Team Dia-Helm ist ja deutlich produktiver als Team Dia-Schuh, kann das sein? Ja. Ich bin gespannt, wer zuerst den Nether betritt. Oh nein, oh nein. Mr. Nuts, du kannst die Blöcke hier nicht abbauen. Das sind, ach, egal. Okay, wir haben auf jeden Fall schon die ersten Spieler, die kurz davor sind, hier den Nether zu betreten. Den Nether, den sogenannten. Oh, da einer hat schon Dias gefunden. Damn, Dinger. Damn, nice. Natürlich. Oh mein Gott, wie viele auch. Ja, moin, ne? Aber keiner von denen hat natürlich eine Eisenhacke, weil alle greedy sind. Digga, ihr müsst als Kolonie zusammenarbeiten, Leute. So funktioniert das nicht. So funktioniert das hier nicht, ja? Sollen wir ihnen noch ein paar Minuten geben, bis wir öffnen? Ja, oder? Ja, natürlich, natürlich. Okay, das Ding ist halt, das ist halt wirklich ein soziales Experiment, so, ne? Weil die zusammenarbeiten müssen. Ja, müssen die. Interessant. Guck mal hier. Ah, Leute. Hier hat sich wieder eine Gruppe zusammengeschlossen. Siehst du das hier? Auf jeden Fall wieder eine Menge Leute, die auf jeden Fall hier auch teilen und zusammenspielen. Sehr, sehr gut. Team Dierhelm ist so hungrig, Alter. Die ist so hungrig, Digga. Diese Ameisen haben richtig Bock anzugreifen. Die sind richtig heiß. Die sind richtig heiß. Baut hier vorne aber auch schon erste Barrikaden auf. Interessant, okay. Wir bitten alle Spieler, so langsam mal unten in den Tunnel zu kommen. Ich wiederhole. Wir bitten alle Ameisen auf beiden Seiten, unten den Tunnel zu betreten. Macht euch bereit. Der Kampf ums Überleben eurer Kolonie beginnt jetzt. Oh, da hat schon einer Full Dia fast. Hawaii Team Dierhelm ist wirklich komplett wild, Alter. Nein! Oh nein! We witness a murder! Oh, damn, hier got earpods in. He couldn't hear us. Okay, Tobi, bist du ready? Ich bin ready. Ich habe den Command eingegeben. Okay. Wenn du ready bist, dann gut. Sag go. Ich würde sagen, 3, 2, 1, öffne den Tunnel! Öffne der Krieg Tor, geht los! Das Tor ist geöffnet. Okay, beide Teams sind noch sehr verhalten. Die sich nach vorne. Sehr verhalten. Das Battle geht los. Es wird ja schon draufgeschlagen. Der erste Spieler schon auf der anderen Seite gestorben. Team Diashu hier schon die ersten Verluste einzubüßen. Und Team Dierhelm pusht hier mit einer Aggressivität durch. Die spielen ja deutlich besser als Team zusammen. Die sind deutlich besser ausgestattet. Die haben auch alle schon Steinschwerter. Und die laufen jetzt hier rüber und überrennen das eine Team gerade förmlich. Ja, Team Dierhelm hier wirklich mit einer unglaublichen Dominanz. Team Diashu hier wirklich komplett überfordert mit der ganzen Geschichte. Die Teams halten auf jeden Fall die eigenen Regeln noch ein. Es wird hier auf jeden Fall tatsächlich ganz, ganz gut gerade genutzt, ja. Das Tim versus Cakefire. Push zurück. Ben, komplett auseinandergenommen worden. Cakefire hält hier die Position tatsächlich sehr, sehr stark. Just Tim pusht hier nach vorne mit einer kompletten Rüstung und Hawaii TV hier mit einem kompletten OP-Equipment. Mit einem Dia-Schwert und einem Schild dazu, Leute. Insane. Die machen hier auf jeden Fall ordentlich Druck. Team Dierhelm pusht hier immer weiter durch. Hasenatz versteht es immer noch nicht. Du kannst das nicht abbauen. Das sind verdammt nochmal Blockadeblöcke. Das geht so nicht. Ich denke mal, zuerst wird es Krieg geben. Irgendwann werden die Kolonien aber auch aufhören, miteinander zu kämpfen. Es sieht schon so aus, als würde es hier. Nein, doch nicht. Okay, never mind. Wichtige Information für alle Arbeiterdrohnen hier unten. Oben an der Oberfläche befinden sich jetzt immer wieder kleine Tierarten, die ihr euch holen könnt. Nutzt die Tiere, nehmt die Melonen und holt euch Kartoffeln. Alter, wie nice das aussieht, Junge. Ihr könnt natürlich jetzt alle darauf einigen, als gemeinsame Kolonie versuchen zu überleben. Jetzt seid ihr sowieso so sehr vermischt, dass es keinen Unterschied mehr zwischen euch beiden gibt. Eure Gene sind quasi miteinander bereits vermengt. Und jetzt liegt es an euch, ob ihr tatsächlich hier den großen Schritt wagt und zusammen eine friedliche Kolonie aufbaut oder ob sich einzelne Splittergruppen jetzt hier eventuell tatsächlich abbilden, die dann tatsächlich hingehen und
hier das ganze Ding beherrschen werden. Es wird wahrscheinlich interessant, wie die Leute sich dann untereinander dann oder wie es ausgeht, sag ich mal. Ne? Man kann es ja hier laufen lassen, man guckt später nochmal. Vor allem, was ist, wenn alle Rohstoffe weg sind? Wenn die Steine weg sind oder irgendwas, weißt du, irgendwas muss ja entstehen. Wenn keine Saplings mehr da sind, Leute. Also, ihr könntet halt theoretisch genügend mit einem Cobblestone-Generator nachmachen. Ihr habt Lava und Wasser. Und Eisen habt ihr auch. An Blöcken soll es euch nicht mangeln. Okay, ich glaube, der Konflikt hier unten hat sich fürs Erste so ein bisschen festgefahren, ein bisschen zersetzt. Alle Spieler sind hier gerade, ja, immer noch ein wenig gegeneinander. Es wird auch in den eigenen Reihen hier immer noch gekämpft, was ein bisschen seltsam ist. Es gibt immer wieder kleinere Reibereien, aber im Großen und Ganzen scheinen sich jetzt die beiden Kolonien so weit vermengt zu haben, dass sie wahrscheinlich jetzt Splittergruppen herausbilden, die das ganze Ding jetzt hier irgendwie anführen werden. Es ist echt interessant, das so auf soziologischer Ebene zu betrachten, ne? Digga, meinst du, man kann das mit echten Menschen machen? Also, Tobi, komm mal ganz kurz. Mach mal. Der hat sich eingebaut. Der macht die ganze Zeit eine Fackel aus und an. Und ich denke die ganze Zeit, was ist das hier für ein Licht? Und dann ist hier dieser eine Typ, der... Hä, wie ist der da hingekommen? Keine Ahnung. Ich glaube, der wohnt jetzt hier. Also der Neta ist auf jeden Fall auch noch nicht großartig durchforstet. Ich meine, es hat sich noch keiner die Lava geholt oder so, ne? Der Lava, oh mein Gott. Ist auch noch da, theoretisch. Aber oh mein Gott, ich sage, der Neta hat sich durchforstet und keiner rechnet mit der Jizzes 1.7, der hier auf Halbeisen und... Ja, Bro, das war's an der Stelle mal komplett. Nicht schlecht, Alter. Ich würde sagen, meine Freunde, wir lassen das Ding jetzt hier einfach mal noch ein paar Minuten spielen. Wir machen es noch 5 Minuten weiter, beobachten das Ganze noch ein bisschen und dann schauen wir später nochmal rein. Ben Gamer, danke für den Pimmel, den du gerade gebaut hast. Das ist sehr, sehr wichtig. Wirklich ganz toller Typ. Generell sind gar nicht alle Spieler feindselig. Siehst du das? Und hier unten haben wir tatsächlich auch nochmal 2 Leute. King und Julian, die beide mit der Hand Nether abbauen. Ich weiß nicht, was ihr da vorne hier erwartet, aber das passt. Wir warten jetzt einfach nochmal ein bisschen ab und gucken mal, wie sich das hier entwickelt. Ich bin gespannt. Leute. Gut, Leute, schauen wir mal ganz kurz, was wir hier haben. Die Ameisenwelt ist komplett zergrieft mittlerweile. Man sieht es vielleicht. Es ist einfach alles kaputt. Hier ist jetzt der Spawn, ist jetzt auch nochmal umgebaut worden, damit man hier auf jeden Fall raus kann. Was zum... Warte mal. Tobi? Weißt du, wenn wir sowas machen, Tobi, dann ist es wichtig, dass das auch richtig gemacht wird. Die Leute haben sich hier einfach jetzt rausgebaut, haben jetzt hier einen Weg und sind jetzt mittlerweile auf der ganzen verfickten Welt unterwegs. Das an der Stelle, meine Freunde, war es dann mal wieder komplett. Wir gucken einfach in 8 Stunden nochmal vorbei, wenn jetzt hier in 8 Stunden... Ne, mir reicht's jetzt. Wisst ihr was? Nein, nee, ich lass das nicht mit mir machen. Ich lass das einfach nicht mit mir machen. Sorry, Leute. Nee. Ich lass mich hier... Tut mir leid. Ihr bleibt in eurem Gehege drin. Wenn die Ameisen ausbrechen, muss man sie wieder einfangen. /set... Spawn. Und jetzt? So. Jetzt haben wir es doch geschafft. Jetzt sind alle wieder in ihr Gehege drin. Und ihr bleibt doch da. Ihr bleibt doch da! Ich mache hier ein Experiment und ich will wissen, wie ihr euch verhaltet. Und es geht nicht, wenn ihr ausbrecht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß unter den neuen Gegebenheiten. Genießt die Zeit. Viel Spaß in euren Ameisengehegen. Ihr dummen Penner. Bis später.